Liebe Freunde, Familie und Fans, ich wünsche euch allen frohen Ostern von Herzen. Das Osterfest ist ein wichtiger Feiertag, der auf der ganzen Welt gefeiert wird. Es ist ein Tag, der mit vielen verschiedenen Bräuchen und Traditionen in Verbindung gebracht wird. Aber im Kern geht es darum, die Wiederauferstehung Jesu Christi zu feiern. Aber auch wenn man nicht religiös ist, ist Ostern ein besonderer Feiertag. Es ist eine Zeit, um mit Freunden und Familie zusammenzukommen und die Freude und Hoffnung zu feiern, die der Frühling mit sich bringt. Es ist eine Zeit, um das Leben und die Wunder der Natur zu feiern und um sich zu erholen und neue Energie zu tanken. Ich hoffe, dass ihr alle dieses Osterfest in vollen Zügen genießen werdet. Sei es mit einer traditionellen Ostereiersuche, einem leckeren Osterbrunch oder einfach einer gemütlichen Zeit mit euren Liebsten. Und wenn ihr nach den Feiertagen erholt und bereit seid, den Frühling in vollen Freuden zu genießen, möchte ich euch gerne zu meinem Open-Air-Konzert Serenade bei Mohn und Magnolienprakte am Samstag, 15. April 2023 um 15 Uhr im Löwenpalais in Berlin einladen. Ich beginne sehr pünktlich. Also sei bitte lieber vorpünktlich zu erscheinen. Liebe Freunde und Fans, ich habe gehört, dass einige von euch sich darüber beschwert haben, dass meine Konzertkarte mit 30 Euro zu teuer ist. Doch ich sehe das anders. Ich weiß, dass jede Note, jeder Ton, jeder Vokal, jede Konsonant und jeder Text, den ich für euch singe, aus meinem Herzen kommt und eine harte Arbeit dahinter sich steckt. Ich möchte, dass jeder von euch die beste Erfahrung hat. Umso mehr freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass ich in diesem Frühjahr ein gratis Konzert anbiete. Dies ist meine Kunst, euch für eure Unterstützung zu danken und ein kleines Ostergeschenk zum Frühling zu machen. Ich hoffe, ihr werdet meine Musik genauso genießen, wie ich es tue. Ich kann schon die Gesichter sehen, wenn ihr euch auf dieses Konzert freut. Nach diesem Konzert werdet ihr bestimmt nicht mehr sagen, dass meine Konzertkarte zu teuer ist. Denn ich werde euch meine Musik mit so viel Leidenschaft und Hingabe präsentieren, dass ihr es kaum erwarten werdet, mich wieder zu sehen. Ich hoffe, dass ihr alle dabei sein werdet, um diese unvergessliche musikalische Erfahrung mit mir zu teilen. Und nur zur Erinnerung. Nach diesem besonderen Konzert wird meine Konzertkarte wieder bei 30 Euro liegen. Also nutzt diese Gelegenheit und seid dabei, wenn ich euch mit meiner Musik verzaubere. In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes Osterfest und einen wunderschönen Frühling mit viel Freude, Liebe und Musik. Auch mit Blumen. Auch mit Ostereiern. Bis zum ganz bald. Eure Musik Anja. Ich rufe gleich meine Familie an. Ja, heute ist ganz ruhig. Ich höre nichts von draußen. Feiertage, was machen die alle? Wenn dir mein Video gefällt, abonniere es kostenlos und drücke den Like-Button. Ciao, bye bye, annyeong, adios, au revoir.